Ich begreife den Untersuchungsausschuss als Chance. Und deswegen würde ich ihr jetzt noch mal einmal fragen vor der deutschen Öffentlichkeit, gab es dieses Angebot? Wenn Sie sagen, es ist keine Lüge, dass dieses Angebot auf dem Tisch lag, existierte es also. Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Drehen Sie mir doch das Wort nicht den Mund um. Ich habe Sie gefragt, nein, ja, nein, dieses Angebot gab es nicht. Für Scheuer geht es nun ans Eingemachte. Bereits drei Zeugen haben seiner Darstellung in zentralen Punkten widersprochen. Die Zweifel sind sehr groß. Er hat an mehreren Punkten offensichtlich die Unwahrheit gesagt. Nach dem Aus für die Pkw-Maut fordern die leer ausgegangenen Betreiber mehr als eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz vom Bund. Auch ohne den Vorwurf, er habe das Parlament belogen, hat er bei der Pkw-Maut so viele Fehler gemacht, dass andere Minister wohl längst zurückgetreten wären. Andreas Scheuer, Ausgebot von den eigenen Parteianhängern. Und doch hält er sich im Amt. Wie schafft er das? Wir ziehen Bilanz. Mögliche Schadensersatzforderungen in Höhe von 560 Millionen Euro. Der Vorwurf, das Parlament belogen zu haben. Und schlechte Umfragewerte. Im Bayern-Trend des BR und im ARD-Deutschland-Trend. Dort sind nur noch 12% mit seiner Arbeit zufrieden. Warum ist Andreas Scheuer dann immer noch Verkehrsminister? Das fragen sich viele. Wir machen uns auf die Suche nach Antworten, fahren nach Passau. Hier hat Andreas Scheuer seine politische Heimat. Hier hat für ihn alles angefangen. Und hier im Gasthaus Oberhaus beginnt für ihn auch das Abenteuer Pkw-Maut. Es ist der 18. März 2018. Andreas Scheuer ist seit 4 Tagen neuer Bundesverkehrsminister. Nun will er seinen Parteifreunden Danke sagen. Das ist ein Empfang für euch, weil ich war nicht so weit gekommen ohne meine Familie. Ohne eine Rolle. Und es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ich sage einfach Danke. Verkehrsminister Andreas Scheuer. Vor ihm liegt die größte Herausforderung seines politischen Lebens. Raimund Kneidinger war damals dabei. Jetzt ist er Landrat im Landkreis Passau. Er kennt den Andi, wie die Parteifreunde Scheuer nennen, schon seit vielen Jahren. Andi Scheuer, man weiß es, er ist Verkehrspolitiker durch und durch. Das ist sein Herzensthema, alles was Mobilität, Infrastruktur anbelangt. Und da hat er sich mit Sicherheit darauf hingearbeitet. Andreas Scheuer zieht 2002 über die Liste in den Bundestag ein. 2005 holt er sich dann das Direktmandat in seinem Wahlkreis. Schnell macht er in Berlin auf sich aufmerksam. Wir treffen einen, der ihn von Anfang an unter seine Fittiche nahm und förderte. Peter Ramsauer. Dem Andreas Scheuer war nichts zu blöd. Und gepaart mit einer Blitzgescheitheit und Fleiß und Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit sind das tolle Voraussetzungen natürlich für solche politischen Spitzenämter. Und da hat es nie etwas gegeben. 2013 wird er Generalsekretär der CSU. Eine steile Karriere. Andreas Scheuer gilt als Macher und Organisationstalent und bewegt sich in Berlin und München mehr und mehr auf Augenhöhe mit den Großen in der Politik. In Passau bleibt er weiter Mitglied im Stadtrat. Verabredung mit Urban Mangold, 12 Jahre lang zweiter Bürgermeister von Passau. Er kennt den Stadtrat Andreas Scheuer schon seit mehr als 20 Jahren. Mich erinnert der Andi Scheuer immer ein bisschen an den Muhammad Ali, den Boxer. Der hat ja mal gesagt, man kann nicht bescheiden sein, wenn man so großartig ist. Also ich glaube, der Andi hat ein bisschen was vom Ali. 14. März 2018. Herr Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer. Er wird Verkehrsminister. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und übernimmt damit auch das Projekt Ausländermaut, ein Prestigeobjekt der CSU. Horst Seehofer hat sie aus dem Hut gezaubert. Als Aufregerthema, um Stimmen im Superwahljahr 2013 zu fangen. Dann erwarte ich,
dass alle in Bayern bayerische Patrioten sind und dafür eintreten, wenn wir schon auf allen Straßen bezahlen, dass auch andere bei uns bezahlen. Ausländermaut. Die Sache hat einen Haken. Horst Seehofer will nur ausländische Autofahrer belangen, nicht aber deutsche. Von Anfang an gibt es Kritik. Das ist ein Projekt, das nicht EU-rechtskonform ist. Das ist ein Projekt, das ökologisch blind ist und sozial ungerecht ist. Die CSU versucht es daraufhin mit einem Kniff. Alle Autofahrer, auch die Deutschen, sollen die Maut zahlen. Die Bundesbürger sollen dann aber entsprechend steuerlich entlastet werden. Doch das ist rechtlich weiter fragwürdig. Diese Maut ist eine Ausländermaut und wir haben eine Europäische Union. Das heißt, wir dürfen Ausländer und Inländer nicht unterschiedlich behandeln. Im Herbst 2017 reicht der österreichische Verkehrsminister deswegen Klage beim Europäischen Gerichtshof ein. Wir haben nur Spekulationen und Zweifler und Zauderer in der politischen Diskussion. Das ist doch wirklich wieder mal sehr typisch deutsch. Die Fronten sind klar, als Andreas Scheuer im März 2018 das Projekt Pkw-Maut übernimmt. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Nur sind inzwischen auch die Niederlande der Klage Österreichs beigetreten. Verkehrsministerium Berlin, Scheuers neuer Dienstsitz. Hier baut er als erstes die Pressestelle um, holt sich einen Mitarbeiter von der Bild-Zeitung. Ein neuer Stil. Wir versuchen einfach etwas aufzubauen, also eine neue Kultur, dass die Leute eben direkt fragen können und dass einfach diese Barriere, also nie an einen Politiker ranzukommen, das versuchen wir aufzubrechen. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, es gibt keine Zensur. Und weniger Tabus. Das Ministerium entwickelt eine Medienkampagne. Models in Unterwäsche werben für das Tragen von Fahrradhelmen. Die Aktion bringt Lob von Fachleuten und Kritik in der Bevölkerung. Das ist Scheißwerbung, weiß ich. Die ist voll super sexistisch, weg damit. Wo ist die Verbindung zwischen diesen beiden Themen, außer dass es Aufmerksamkeit generiert? Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Der Minister wird in Szene gesetzt und lässt dabei kaum eine Gelegenheit aus. Kritische Berichterstattung kontert Minister Scheuer auf dem Twitter-Kanal des Ministeriums gerne auch persönlich. Und sie hat wieder zugeschlagen, die Ente des Tages. Kritische Journalisten werden gegeneinander ausgespielt, bis das Ministerium öffentlich zurückrudern muss. Für die von Ihnen zitierte Wortwahl entschuldigen wir die Pressestelle uns. Das war ein Fehler. Ein Fehler. Warum ist es so weit gekommen? Erklärungsversuche. Ich glaube, es fehlt ihm auch an der kritischen Umgebung. Es mag da bestimmt einige Bewunderer geben, auch vor Ort. Aber jemand, der ihm sagt, du gehst zu weit, du verlierst die Bodenhaftung, so jemand ist offenbar nicht in seinem näheren Umfeld. Bei der Pkw-Maut läuft im Sommer 2018 zunächst alles nach Plan. Der Bundestag stellt eine Summe von 2 Milliarden Euro zur Verfügung. 2,5 Jahre ist das her. Was ist seitdem schiefgelaufen? Inzwischen gibt es einen Untersuchungsausschuss und eine Schadensersatzforderung von 500 Millionen Euro. Wie konnte es dazu kommen? Wir haben eine Verabredung im Bundestag und treffen Oliver Krischer. Er sitzt für die Grünen im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Für ihn hat das Verkehrsministerium entscheidende Dinge versäumt. Und auch im Ministerium, man glaubt das ja gar nicht, hat es über die ganzen Jahre hinweg mal wird nicht ein einziges substanzielles Gutachten gegeben, das sich mal mit der Frage beschäftigt hat, besteht denn ein Risiko, dass der Europäische Gerichtshof das Ganze kippt? Anfang Oktober 2018 gibt es nur einen einzigen Interessenten, der bereit ist, den Auftrag zu übernehmen. Die Firma Kapsch Eventim um die Geschäftsleute Georg Kapsch und Klaus-Peter Schulenberg. Doch sie fordern 3 Milliarden Euro. Eine Milliarde mehr, als der Bundestag gebilligt hat. Ja, also da haben Geheimgespräche stattgefunden. Herr Scheuer hat sich mit den Chefs des einzig verbliebenen Unternehmens getroffen. Das ist eigentlich unüblich. Und das allein ist schon sehr, sehr merkwürdig und hochfragwürdig. Wir erfahren,
Im Herbst 2018 kommt es zu 7 solcher Treffen zwischen Ministerium und den einzig verbliebenen Bietern. Zweimal ist Andreas Scheuer anwesend. Es geht um einen Milliardenauftrag, doch das Ministerium vernachlässigt dabei wesentliche Pflichten. Für die SPD-Abgeordnete Kirsten Lühmann ist das schon sehr ungewöhnlich. Also wir sind schon erstaunt, dass es 7 Treffen gibt, die nicht protokolliert werden. Dass es mal 1 gibt oder 2, das kann ja durchaus mal sein, wenn wirklich nichts Wichtiges gesagt wurde. Aber 7 ist schon sehr erstaunlich, zumal diese Treffen teilweise unmittelbar nach einer offiziellen Verhandlungsrunde stattfanden. 7 Treffen, keines von Seiten des Ministeriums protokolliert. Was wurde dabei besprochen? Warum wurden diese Treffen nicht protokolliert? Und was passiert bei dem entscheidenden Meeting am 29. November 2018, das hier im Verkehrsministerium stattfindet? An diesem Tag trifft sich Andreas Scheuer mit den Bietern Georg Kapsch und Klaus-Peter Schulenberg. Dabei sollen sie ein Angebot gemacht haben. Ein Angebot, das Andreas Scheuer angeblich ausschlug. Der Gag ist natürlich, dass wir besuchen Oliver Luksic. Der FDP-Abgeordnete sitzt im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Für ihn ist dieses Angebot von entscheidender Bedeutung. Herr Kapsch und Herr Schulenberg sagen beide, dass bei diesem Treffen am 29. November im Verkehrsministerium sie angeboten haben, den Start der Maut zu verschieben. Und dieses Angebot zur Verschiebung hat Herr Scheuer ausgeschlagen. Gegenüber kontrovers erklärt das Verkehrsministerium: Am 29. November 2018 lag kein zuschlagsfähiges Angebot vor. Deshalb konnte auch über eine Verschiebung nicht gesprochen werden. Gab es das Angebot der Betreiber, den Vertrag erst nach... Über dieses Angebot wird im Bundestag im September 2019 heftig gestritten. Die Opposition zitiert den Verkehrsminister in den Bundestag. Also wenn Sie sagen, es ist keine Lüge, dass dieses Angebot auf dem Tisch lag, existierte es also. Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Drehen Sie mir doch das Wort nicht im Mund. Ich habe Sie gefragt, aber ja, nein, dieses Angebot gab es nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Aber warum hat Andreas Scheuer nicht abgewartet, bis das Urteil vom Europäischen Gerichtshof da ist und Rechtssicherheit besteht? Das kann sich niemand so richtig erklären. Schriftlich teilt er uns mit: Mir blieb in dieser Situation keine andere Wahl. Ich hatte den klaren gesetzlichen Auftrag, die Maut in 2020 zu starten. Von diesem Zeitpunkt an waren ja auch die Einnahmen aus der Maut im Haushalt fest eingeplant. Er wollte unbedingt, dass diese Maut im Herbst 2020, also noch deutlich vor der Bundestagswahl, in Betrieb geht, dass die CSU das als Erfolgsprojekt verkaufen konnte. Gleichzeitig hatte er aber nur ein Angebot, das deutlich über dem Budgetrahmen des Bundestages liegt. Das ist die nächste Frage. Wie hat er es geschafft, das Angebot der Bieter zu senken? Der Bundestag hatte nur 2 Milliarden Euro genehmigt. Die Opposition vermutet, das Ministerium hat Leistungen in Höhe von 1 Milliarde Euro aus dem Angebot für die Pkw-Maut herausgerechnet und auf staatliche Stellen wie die Toll-Collect verteilt. Das hatte man einfach dadurch gelöst, dass man sagte, okay, wir beauftragen die staatliche Toll-Collect mit Dingen, die eigentlich der Privatunternehmer, die Betreibergesellschaft hätte machen sollen. Und so wurde das Angebot dann um 1 Milliarde geringer. Ein absolut unglaublicher Vorgang. Also wenn man hier mit langgedienten Kollegen aus dem Haushaltsausschuss sprechen, die sagen, sowas haben sie noch nie gesehen, dass ein Ministerium, ein Minister sowas gemacht hat. Sollten so die wahren Kosten der Pkw-Maut kaschiert werden? Für Oliver Krescher ein klarer Verstoß gegen das Haushaltsrecht. Denn am Ende hätte die Pkw-Maut den Steuerzahler dann doch 3 Milliarden Euro gekostet. 30. Dezember 2018. Das Verkehrsministerium unterzeichnet den Vertrag zur Pkw-Maut. 6 Monate bevor der Europäische Gerichtshof ein Urteil fällt. Bestandteil des Vertrages ist eine Entschädigungsklausel für die Betreiber, auch für den Fall, dass ein Gericht die Maut kippt. Der Vertragsabschluss war sehr obskur. Man hat sich sonntags beim Notar knapp 10 Stunden getroffen. Man hat also mit heißer Nadel den Vertrag gestrickt quasi und auch unterschrieben. Herr Scheuer wollte vermeiden, zum Koalitionspartner SPD zu gehen, um entweder mehr Zeit zu bekommen oder auch mehr Geld.
Warum die Eile? Das Ministerium sagt, sonst wären Fristen abgelaufen. Doch klar ist auch, die Maut ist inzwischen stark umstritten. Doch dann der Paukenschlag. 18. Juni 2019. Der Europäische Gerichtshof gibt der Klage Österreichs statt. Durch die Pkw-Maut werden ausländische Autofahrer in Deutschland diskriminiert. Die Maut ist gescheitert. Scheuer tritt sofort vor die Kameras. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. Im Ministerium scheint niemand auf diese Situation vorbereitet zu sein. Eilig wird eine Taskforce zusammengetrommelt. Scheuer stößt am Abend dazu. Und es ist tatsächlich so, dass zum ersten Mal bei diesem Treffen darüber nachgedacht wurde, wie können wir den Vertrag eigentlich kündigen und was für Folgen hat das denn möglicherweise? Das Ministerium kündigt den Vertrag noch am Tag der Urteilsverkündung. Aber nicht wegen des Urteils vom EuGH, sondern wegen angeblicher Schlechtleistung der Betreiber. So teilt es Minister Scheuer der Öffentlichkeit mit. Haben die Betreiber überhaupt Anspruch auf Entschädigung? Nein, denn die Betreiber haben keinen Anspruch auf Entschädigung, denn die Betreiber haben ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt. Und die Frage stellt sich ja auch, wenn der Betreiber wirklich so grottenschlecht gearbeitet hat, warum hat man das denn nicht schon vor dem EuGH-Urteil geltend gemacht? Der Verkehrsminister in Erklärungsnöten. Er wird in den Verkehrsausschuss zitiert, verspricht über seine Hauskanäle Aufklärung. Wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz. Vor laufenden Kameras bringt er Akten zur Pkw-Maut aus dem Verkehrsministerium in den Bundestag. Rechtfertigt sich, den Vertrag vor dem Urteil unterzeichnet zu haben. Ich habe auch nie vernommen, dass Politik auf Gerichtsurteile bis zum Schluss warten muss, weil sonst könnten wir den Politikbetrieb einstellen. Doch die versprochene Aufklärung findet nur scheibchenweise statt. Da hat eine Reihe an Ordner öffentlichkeitswirksam in den Ausschuss schieben lassen, weil damals nach Transparenz gerufen wurde, hat diese aber dann später als geheim deklariert. Also die vielversprochene maximale Transparenz fand überhaupt nicht statt. Ganz im Gegenteil, es haben sich immer mehr neue Fragen gestellt. Im Dezember 2019 beschließt der Bundestag, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Auch Scheuer soll dort vernommen werden. Wir möchten, dass dieser Untersuchungsausschuss kurz und schmerzhaft arbeitet. Nach dem Aus für die Pkw-Maut fordern die leer ausgegangenen Betreiber mehr als eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz vom Bund. Sie beziffern ihn in einer Börsennotiz auf 560 Millionen Euro, mehr als eine halbe Milliarde. Der Verkehrsminister weist weiter alle Ansprüche zurück. Der Bund hat die Verträge aus mehreren triftigen Gründen gekündigt. In diesem Fall ist die Vertragslage ausdrücklich zugunsten des Bundes. Die Betreiber nutzen das Spekulations- und Zahlenwirrwarr, das gerade auch in den letzten Wochen durch die Oppositionsfraktionen ausgelöst und entstanden ist. 1. Oktober 2020. Andreas Scheuer muss im Untersuchungsausschuss aussagen. Dem CSU-Politiker wird vorgeworfen, diese Verträge vorschnell geschlossen zu haben. Scheuer soll noch am Abend befragt werden. Unmittelbar vor ihm werden die beiden Geschäftsführer der Betreiberfirmen vernommen. Sie bleiben bei ihrer Darstellung, dass es ein Angebot von ihnen gab, mit der Unterzeichnung der Verträge zu warten, bis der EuGH entschieden hat. Ich werde niemals über jemanden sagen, er lügt. Ich kann nur über mich sagen und über den Herrn Schulenberg. Wir sagen die Wahrheit. Mehrere Zeugen bestätigen das. Stunden später wird Andreas Scheuer vernommen. Er sagt nun aus, dass er sich nicht mehr an ein solches Angebot erinnern könne. Nun zumindest ist der Druck auf den Verkehrsminister heute immens gewachsen. Für Scheuer geht es nun ans Eingemachte. Bereits drei Zeugen haben seiner Darstellung in zentralen Punkten widersprochen. Andreas Scheuer unter Druck. Zurücktreten muss er nicht. Aber warum nicht? Wir treffen Kirsten Girschick, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Dass Andreas Scheuer noch immer im Amt ist, sagt sie, hat viel mit politischem Kalkül zu tun, zumindest bei der CSU. Markus Söder steckt da in einem Dilemma.
Weil natürlich weiß er, dass das Maut-Desaster wie ein Mühlstein, so hat er es ausgedrückt, um den Hals der CSU hängt. Aber jetzt eine Kabinettsumbildung zu machen, mitten in der Corona-Krise, das würde vielleicht auch nicht unbedingt auf Verständnis stoßen. Auch die SPD hat kein Interesse daran, Andreas Scheuer aus dem Amt zu jagen, weil Olaf Scholz sich im Wirecard-Untersuchungsausschuss rechtfertigen muss. Da Olaf Scholz auch Kanzlerkandidat der SPD ist, kann man da schon zumindest es nicht für abwegig halten, dass die SPD vielleicht etwas weniger bissig ist und darauf hofft, dass die Union dafür im Wirecard-Untersuchungsausschuss dann auch etwas weniger bissig ist. Aber noch ist es nicht ausgestanden. Berlin, 14. Januar. Alexander Dobrindt, Scheuers Vorgänger im Amt, muss im Untersuchungsausschuss aussagen und sagt während der Vernehmung einen bedeutungsschweren Satz. Jeder Minister sei für seine Entscheidungen selbst verantwortlich. Dass er am Ende noch gesagt hat in Richtung Andreas Scheuer, jeder Minister ist für seine eigenen Handlungen verantwortlich, ist für mich ein deutliches Indiz dafür, dass hier die Position von Scheuer in Frage gestellt wird. Wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, wenn Herr Dobrindt sagt, jeder Minister ist für seine Entscheidung selber verantwortlich und ich kann ihm da nicht beistehen, das ist ja der Subtext. Und wir werden dann nächste Woche Herrn Scheuer hören und dann wird er seine Entscheidung vertreten müssen. Es könnte also noch einmal ungemütlich werden für Andreas Scheuer.